Kapitel 16. Ich befehle euch, unsere Schwester Phöbe, welche ist im Dienste der Gemeinde zu Kenchrä, dass ihr sie aufnehmet in dem Herrn, wie sich's ziemt den Heiligen, und tut ihr Beistand in allem Geschäfte, darin sie euer bedarf. Denn auch sie hat Beistand vielen getan, auch mir selbst. Grüßet die Priska und den Aquila, meine Gehilfen in Christus Jesus, welche für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, welchen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Grüßet auch die Gemeinde in ihrem Hause. Grüßet Epänetus, meinen Lieben, welcher ist der Erstling für Christus unter denen aus der Landschaft Asien. Grüßet Maria, welche viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat. Grüßet den Andronikus und den Junias, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, welche berühmte Apostel sind und vor mir in Christus gewesen. Grüßet Ampliatus, meinen Lieben in dem Herrn. Grüßet Urban, unseren Gehilfen in Christus, und Stachys, meinen Lieben. Grüßet Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßet, die da sind, von des Aristobulos Hausgenossen. Grüßet Herodion, meinen Stammverwandten. Grüßet, die da sind, von des Narzissus Hausgenossen in dem Herrn. Grüßet die Tryphäna und die Tryphosa, welche in dem Herrn arbeiten. Grüßet die Persis, meine Liebe, welche in dem Herrn viel gearbeitet hat. Grüßet Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter war. Grüßet Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßet Philologus und die Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßet euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Ich ermahne aber euch, liebe Brüder, dass ihr achtet auf die, die da Zertrennung und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und weichet von ihnen. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauche. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist bei jedermann kund geworden. Derhalben freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermengt mit dem Bösen. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in kurzem. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Es grüßen euch Timotheus, mein Gehilfe, und Lucius und Jason und Sosipater, meine Stammverwandten. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Gastgeber. Es grüßen euch Erastus, der Stadtrentmeister, und Quartus, der Bruder. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Dem aber, der euch stärken kann laut meines Evangeliums und der Predigt von Jesus Christus, durch welche das Geheimnis offenbart ist, das von Anbeginn verschwiegen war, nun aber offenbart ist, auch kundgemacht durch der Propheten Schriften nach Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.